Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Dinkum! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns als Ziel gesetzt, jetzt endlich mal ein Haus zu bauen. Wir müssen dafür noch viel sparen, aber das ist das Ziel, was wir jetzt erreichen wollen. Wir sind jetzt leid, im Zelt zu pennen. Wir wollen jetzt ein Haus haben. Viel Spaß. Hä? Ich hatte doch schon das... Ach so! Was denn? Haben wir nicht, hast du nicht auch deine Lizenz für dein Haus gekauft? Ja, man braucht erst 95.000. Ja, aber gekauft haben wir es ja schon. Ach so. Ja, wollen wir dann nicht unser Haus jetzt platzieren, weil du hast doch auch das schon gekauft. Ich habe da nicht 95.000. Nee, aber du kaufst doch die Lizenz, oder nicht? Nein, du brauchst erst 95.000, bevor er schickt die dich weg. Vorher geht's nicht. Ach, hast du gerade nochmal getestet? Ja. Nee, die wollen alles so Ansprüche. Das kann ich euch alle nicht geben, das ist viel zu viel. Aber die Fliege kann ich eben besorgen. Was habe ich denn noch im Inventar? Okay, ich brauche jetzt 95.000. Wie viel hast du? Ja, das ist ja auch gerade meine Mission, aber ich habe leider erst 46.000. Oh, ach, ja, da hast du schon mehr als ich, habe 12.000. Okay, also müssen wir jetzt erstmal Geld verdienen, ne? Mhm.
ich habe genug Geld. Oh mein Gott, Leute. Jetzt gibt es ein Haus. Und wir wissen ja auch schon, wo wir es hin platzieren werden. Also, dazu müsst ihr einmal auf About My House klicken bei Fletch. So interesting in blabliblub. Dann sagt sie, 95.000 braucht ihr. Dann sagt sie, ihr müsst wieder alles selber dafür aufbringen. Und dann sagen wir, okay, wir wollen's. Don't worry, bla bla bla. Dann werden wir ganz viel Geld los. Das ist schon traurig, wie das da alles. Oh mein Gott, man hört das so richtig. Ja. Und wo ist das? Wo? Was? Warum ist das denn jetzt vor meinem Zelt? Da möchte ich nicht das Haus bauen. Die wollen mich hier komplett feiern. Aber du wolltest doch nur eine zweite Base haben. Nein, meine Hauptbase wird woanders. Also ja, gut, guck mal, das meinte ich. Ich dachte nämlich, dass du wie deine, dass deine Hauptbase woanders ist. Ich dachte nämlich, weil ich meinte, dass du, dass die Hauptbase da ist, wo du jetzt hast und die Zweitbase woanders. Das mache ich nämlich so. Und ich dachte, bei dir ist es so, dass die Zweitbase woanders ist. Die Hauptbase woanders. Okay, man braucht auf jeden Fall Gumwood, Nails und Tine Sheets. Das haben wir, glaube ich, sogar alles schon zusammen. So, Gumwood, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Rest war. Ignorierst du mich jetzt? Caro, warte, ich muss mich mal konzentrieren. Gumwood, so, Nails. Und dann müssen wir das da rein machen. Boah, ein Nagel fehlt uns noch. Das wäre jetzt so cool gewesen, einmal das da reinzuballern. Aber okay, dann halt zwei Anläufe. So, dann machen wir nochmal einmal eben Nägelis. Genau, ja. Den Nagel einfach von jemand anderem rausziehen. Genau, Biu, mein Haus wird am See, beziehungsweise am Meer. Das wird ja am Strand auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich euch das gezeigt hatte. Darauf freue ich mich schon sehr. Okay, jetzt das noch da rein. All required construction materials have been deposited. Dingsbumst. Okay, ja, am liebsten würde ich jetzt schlafen gehen. Ist das riesig oder ist das riesig? Nadine! Was ist denn? Du solltest doch Bescheid sagen. Wofür? Dass ich gucken darf. Ja, ich wach darin auf. Ja, ich noch nicht. Oha. Okay, Leute, das ist ein Haus in Dinkum. Geil. Schön. Einfach von innen tausendmal größer als von draußen. Ist ja cool. Ich und Animal das kann man Crossing. Jetzt... Das kann man jetzt noch so updaten, oder wie funktioniert das? Bestimmt. Ich spreche mal mit Fletch. Mach das. Pick up. Das soll nämlich hier hin. Oh ne, ich hasse Schränke zu verstellen, weil da muss man immer vorher alles raustun. Das ist richtiger Nerv. Richtig nervig. Kannst auch den Look ändern von deinem Haus. Ich guck jetzt. Danke für die Info. Wie teuer ist das denn? Schon schick. Kann mich doch nicht entscheiden. Ich möchte das. Nein. Geil! Ich möchte das so bitte einmal haben.
Boah, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das haben wollen würde. Doch. Möchte ich so haben, weil wir machen ein modernes Haus. Oh Gott, das sind so wichtige Entscheidungen, die man jetzt treffen muss. Ich bin richtig überfordert. Das kostet bestimmt Geld. Ich habe da kein Geld für. Ja, true. Du hast doch eh wieder mehr 5 Millionen oder so. Nee, ich habe ja gerade das Haus abbezahlt. Ach, lol. So hätte ich's gerne. Was denn? Okay, Leute, welche Farbe wollen wir haben? So möchte ich das haben. Okay, wo muss man jetzt draufdrücken? Bleibt das jetzt so? Muss man... Hä? Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nur auf Back. Ja, ich bin jetzt mal auf Back. Geil, das ist einfach kostenlos. Als wenn. Ja, es ist so hübsch. Lol. Da habe ich das Glatte genommen, weil ich möchte so eine Villa daraus machen. Und was machst du? Wie gesagt, ich bin gerade am Struggeln. Ich habe gar keine Vorstellung. Ich mache gerade einfach frei nach Schnauze. Ja, ist doch gut. Ich hatte auch was keine Vorstellung. Dann habe ich mir das spontan überlegt, so. Ja, ich guck erstmal, wie Sunday. Das so... Ach, Sunday. Bums. Wieso haben wir denn jetzt Sunday? Da habe ich ja gar keinen Vertrag mit. Ich brate erstmal ein bisschen Heine, was man halt so macht. Aber ich habe das nicht mal getötet. Bist du einfach auf Back gegangen? Ja, und dann ist es gespeichert. Voll cool. Cool, jetzt muss ich das sehen. Okay, wo wollen wir denn hin? Wir brauchen jetzt ganz viel Geld. Ja, da wollen wir ja wohnen. Also Leute, hier ziehen wir hin. Da waren Kokosnüsse. Dann wollen wir mal dahin. Sagen wir, wandern da jetzt einfach hin. Der Rest ist so kompliziert. Schuhe. Ah! Was bewegst du dich hier auf meinem Territorium, du... Okay. Ich bin tot. Was bist du? Tot. Nein. Du bist jetzt nicht tot. Ey, ich schwöre dir, wenn ich jetzt meine Sachen verloren habe, die ich mit hatte, ne? Nein. Soll ich mal im Kommen? Ich will das sehen, wie das aussieht, wenn man tot ist. Ja, dieses scheiß Krokodil, das ist voll gefährlich, das Kackvieh hier. Nee, man behält seine Sachen. Alles ist doch normal. Ja, es war's nicht kommen. Ich bin halt, du bist dann passed away und dann beginnt der neue Tag. Wow. Aber ich habe meine Sachen noch zum Glück, weil sonst wäre echt Pain gewesen. Oh Gott. Zum Glück, ja gut. Ja, JB, das überlesen wir jetzt mal, ja? Habe ich dafür Geld? Die haben mir dafür Geld geklaut. 5000 kostet das, wenn du stirbst. Nein. Doch. Das kostet Geld? Das kostet Geld und ich wollte doch gerade berichten, wie stolz ich bin, dass ich mir jetzt... Nimmt der Sensenmann mein Haus verschieben kann. Miete oder was? Ja, der nimmt Miete. So, jetzt habe ich aber genug Geld. So, jetzt wird erstmal ein Haus umgestellt. Fletch! About my house. I want to move my house. Let's do it. Fuck. Was ist denn Bug? Ui! Ich habe einen Insektentipp bekommen. Willst du ihn hören? Gerne.
It was early mornings. There was a bug in the bushlands I've never seen before. Thought you might like to know. From Bock... Bock? From Book Dipster. Also ich gehe... Bushlands? Wo ist das? Ja. Büsche. Wo Büsche sind. Hä? I don't understand. I don't understand. I don't understand. Komm, John, mach schnell auf. Ich habe heute viel vor. Okay, mein Wohnort ist jetzt umplatziert. Das muss jetzt da aber noch gebaut werden irgendwie. Okay. Also ich muss jetzt da noch bis morgen warten. Heißt, die Nacht muss ich irgendwie draußen schlafen. Erzinnbar-Dings? Natürlich nicht. Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Manne. Hä? Ach egal, ich mach das erstmal ohne Tor. Ich hab jetzt keinen Bock. Cool, ich hab jetzt alles. Und werd das jetzt? Werd jetzt in meinem neuen Zuhause jumpen. Cool. Und dann mache ich eine Brücke dahin. Cool. Ist Brücken einfach nur absolut geil. Brücken sind sehr schön. Danke, JB, für 10 Bits. So, ich bin jetzt mal raus. Einen wunderschönen Abend. Ganz viel Spaß wünsche ich euch noch. Danke, dass du dabei warst. Dir auch einen schönen Abend und danke nochmal für die Bits und so. Ja. Bis morgen. Nee, bis... Ja. Bis morgen. Bis morgen, ja. Und so. Gute Nacht. Also später gute Nacht. Jetzt gehst du wahrscheinlich noch nicht schlafen, aber ja. Lass mich nicht alleine hier mit den beiden Verrückten. Ja, Bio, ne? Genau. Oh, jetzt habe ich den gleichen Struggle wie du. Ah, ne, doch nicht. Was haben wir denn für einen Struggle? Ne, doch nicht. Mein Struggle war... Ne, doch nicht. Ah, cool. Ich habe kurz überlegt, wie ich den rotiere, aber da steht ja Shade E. Na, das sieht auch blöd aus. Nein, ich möchte so ein Zwischending. Nein! Warte mal, ist das ein Zwischending? It's okay. Okay, komm her, du Jelly. Komm mit, komm mit, komm mit. Du kriegst nun auch ein Zuhause. Schreibt jetzt gerne in die Kommentare, gefällt euch der Spot für unser Haus? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es uns gerne wissen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal. Und schaut auch gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!